Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Reptile Whisperer. Ich bin Susanna und ich habe gerade ein Terrarium abgeholt. Es ist ziemlich dreckig, aber man muss dazu sagen, es war umsonst. Ich habe es bei eBay Kleinanzeigen gesehen und habe dann gefragt, ob es noch da ist. Und ja, ich wollte es jetzt eigentlich hochtragen. Ja, ich meine, das ist jetzt wahrscheinlich ein 80er, 40 tief und 50 hoch. Aber es hat angefangen zu regnen, deswegen werde ich das vertagen. Ich weiß nicht, ob ihr mich jetzt gut verstanden habt. Irgendein Nachbar ist hier gerade mit dem Auto vorgefahren. Ich werde auf jeden Fall jetzt gerade mal hier grob das Terrar auswischen. Ich habe gerade schon einiges an Dreck rausgeholt und habe auch rausgefunden, was hier drin war. Hier waren auf jeden Fall Schnecken drin, weil hier sind ganz, ganz viele Schneckenhäuser noch drin gewesen. Also Babyschnecken, ich schätze mal, da hat jemand irgendwie Hartschnecken oder sowas drin gehabt, keine Ahnung. Und dann wird das wahrscheinlich zu viel, ne? Und ja, hier sieht man überall so die kleinen Schneckengehäuse. Ich mache das jetzt mal sauber und dann sehen wir uns nachher schon wieder oben in der Wohnung, wenn ich das Teil hochgetragen habe. Und da steht die Kiste. Ich habe sie jetzt hochgetragen. Es hat dann mal aufgehört zu regnen. Und ja, ich empfehle euch, wenn ihr so ein Terrarium alleine tragt, steckt euch keinen Schlüssel in die Hosentasche und stützt dann das Terrarium genau auf der Stelle ab. Das gibt fiese blaue Flecken. Ne? Also nur so viel dazu. Profi-Tipp. Hat aber sonst alles gut funktioniert, ist nichts kaputt und ja, ich muss das ja jetzt richtig sauber machen und auch mal prüfen, ob das wasserdicht ist. Da es immer noch regnet, kümmern wir uns jetzt erstmal hier um meinen Leopardgecko. Die kleine Dame sitzt hier unter ihrem Stein und ich hoffe, dass sie aus Neugierde gleich mal rauskommt, denn sie ist jetzt schon seit gut 2-3 Wochen weniger aktiv und ich möchte sie jetzt, man kann sie leider nicht sehen, sie guckt gerade schon ein bisschen raus, möchte sie jetzt hier in ihre Überwinterungsbox setzen. Die werden wir jetzt noch vorbereiten. Hier kommt jetzt gleich Kokoserde rein, dann kommt hier noch ein Zewa rein, eine Wasserschale, ein kleines Korkstück und noch ein bisschen Calciumpulver. Dann bleibt sie erstmal da drin, in einem relativ kühlen Raum bei mir. Da ist es gerade so 18 Grad in etwa. Und dann warte ich nochmal ab, ob sie nochmal kotet. Ne? Also eigentlich hat sie das schon gemacht, aber kann immer nochmal ein bisschen was kommen. Und wenn das dann soweit ist, kommt sie in den Kühlschrank. Jetzt werde ich aber erstmal schauen. Ich hoffe, dass ich sie hier rausgelockt bekomme, weil ich möchte ungern den ganzen Stein anheben. Das wäre ein bisschen blöd. Zur Not müssen wir sie mal so ein bisschen mit einer Schabe triggern. Mal sehen. Aber ich sehe ihr kleines Näschen. Ihr seht es leider nicht. Ich bleibe einfach mal hier sitzen und mache mit euch die Box fertig. Eventuell ist sie neugierig und kommt dann eh raus. So, dann fangen wir einfach mal an. Ich habe hier immer an zwei Seiten noch so ein bisschen Styropor. Einfach, weil die auch am Anfang vor allen Dingen noch relativ viel rumlaufen. Und dann ist es halt schöner, wenn die ein bisschen Sichtschutz haben. Ne? Weil, die denken halt, man kann da weiterlaufen. Ne? Ich meine, irgendwann checken die das auch, dass nicht weitergeht. Aber so haben sie auch ein bisschen mehr Sicherheit. So, ich verteile jetzt hier mal so ein bisschen noch ein Zewa-Tuch, dass wenn sie jetzt noch mal kotet, dass ich das schön sauber machen kann. Und wie gesagt, für die Winterruhe, da muss das nicht fancy sein, da muss das zweckmäßig sein. So, legen wir das hier wieder rein, ohne dass das hier wieder hochgeht. So, wo sind die anderen Stücke hier? Das hatte ich mal von der Rückwand übrig von meinen Boa-Terrarien. So, wie habe ich das denn jetzt hier reingesteckt? Ich glaube so, dass das hier passt. So. Und jetzt kommt dann hier noch ein kleines Versteck rein, wo so ein bisschen klettern kann. Ich muss mal gucken, wie ich das damals gemacht habe. Jedes Jahr aufs Neue muss ich gucken, wie ich es angerichtet habe, dass hier alles reinpasst. So. Und dann würde hier genau die Wetbox hinkommen. Das ist einfach nur eine Haushaltsdose. Ich glaube, das war mal für Zucker oder so angedacht. Habe ich einen Deckel abgemacht, kommt dann hier drauf und gut ist. Hier packen wir jetzt noch ein bisschen Kokoserde rein. Ne? Also es geht natürlich auch Sphagnummoos zum Beispiel. Aber ich habe schon beides benutzt und ich finde irgendwie Kokoserde praktischer. Ich denke mal, das ist jedem selbst überlassen. Es muss auf jeden Fall feucht sein, ne? Nicht triefend nass, aber schön feucht, dass sie sich da schön einbuddeln können. Ich muss auch gleich noch ein kleines Behältnis hier für Calciumpulver holen. Und dann sind wir im Prinzip auch schon fertig. Ne? Ich gucke gerade, ne, sie guckt immer noch mit der Nase raus. Ich schätze mal, ich muss sie gleich mal wirklich rauslocken. Ich mache das mal kurz fertig und dann melde ich mich wieder. So, ich habe die Box fertig und habe das tatsächlich nochmal umsortiert, dass ich die Box hier habe und das Korkstück so, dass sie hier reinlaufen kann. Ich musste mich mal wieder ein bisschen orientieren. Und habe hier unten links jetzt Calcium noch drin. Da packen wir gleich noch Wasser rein. Und ja, ich habe die kleine Dame rauslocken können. Und jetzt setzen wir sie auch direkt ins Terrarium ein, damit die Dame dann ihre Winterruhe machen kann. So, geh mal rein. Ist natürlich immer ein bisschen blöd, ne? Alles so klein, aber
Ja, Winterruhe halt, ne? Da ist das eben so. Da seht ihr sie. Ja, also sie ist auch gesund, ne? Keine Parasiten oder so. Und auch von der Schwanzdicke her ist alles in Ordnung, ne? Also bei Leopardgeckos sagt man immer so die Dicke vom Schwanz ungefähr das anderthalbfache von der Schwanzwurzel. Und ja, da kommen wir gut hin, ne? Sie hat gute Reserven. Das passt so. Dicker sollte es nicht sein, ne? Dann sind sie schon adipös und ja, die wird jetzt dann sich jetzt hier ein bisschen orientieren und relativ zügig, denke ich mal, entweder unter den Kork gehen oder eben hier in ihre Wetbox, ne? Die Wetbox ist dann irgendwann auch hier komplett mit Erde zu, weil sie sich hier einbuddelt und dann kommt das alles raus, ne? Aber das dauert noch, ich denke, mindestens noch 2 Wochen oder so, bis die dann auch wirklich schläft, ne? Wie gesagt, jetzt steht die gleich erstmal so bei 18 Grad in etwa und dann wird das alles runtergefahren. Und ja, dann kann sie erstmal, ja, im Kühlschrank bleiben. Ich habe mir ja tatsächlich extra einen Weinkühlschrank geholt für meine Tierchen. Da muss man natürlich auch nachmessen, ne? Je nachdem, wie teuer der Kühlschrank ist. Ne? Sind da verschiedene Features drin. Ne? Da hat man es unten schon mal wärmer, hat man es oben schon mal wärmer als unten. Und ja, da muss man halt nachmessen. Aber es kommt mir gelegen. Ich habe verschiedene Tiere mit verschiedenen Temperaturzonen. Dann kann ich da so ein bisschen anpassen, wo das Tier steht, wo es am kältesten ist. Ne? Und ja. So, viel dazu. Bei meiner Zwergbartagame, da warte ich gerade noch. Da ist das mit der Belichtungsdauer noch nicht ganz fertig. Sie hat sich aber auch schon versteckt. Ich schätze mal, das werde ich nächstes Wochenende im Angriff nehmen, dass wir die rauskramen. Und ja, die ist halt auch schon voll träge und kommt auch gar nicht mehr wirklich raus. Ne? Da ist sie hier schon ein bisschen aktiver. Dasselbe werde ich auch noch mit meinem Drogon, dem Chinisaurus Crocodilurus, machen müssen. Aber auch der ist im Moment noch richtig aktiv. Da wird das noch dauern. Also, wie gesagt, Leopardgecko und Bartagame haben deutliche Anzeichen gemacht, aber ja, der Chinisaurus nicht. Hier hinten rechts, hinter der Mangrove, da sitzt Agamemnon. Man sieht nur hier so ein bisschen ein Füßchen. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Das ist, glaube ich, ein bisschen unscharf. Aber dahinter hat sie sich versteckt und ja, da werde ich sie dann die Tage mal rauskramen müssen. Und ein kleiner Zeitsprung. Wir sind jetzt schon am Abend. Ich war die ganze Zeit am Überlegen, was ich euch noch Schönes zeigen kann. Und natürlich mein Krongecko, ne? Wir haben das Terrarium zusammen eingerichtet und dann müsst ihr natürlich auch sehen, wie sie hier abends rumtouren. Gerade natürlich an der Scheibe am Kleben, ne? Und guckt, sie nutzt das ganze Terrarium, ne? Von unten bis hier oben. Und ja, ein bisschen Pflanzenwachstum haben wir tatsächlich auch schon, aber das wird jetzt noch ein bisschen dauern, ne? Also, ja, müssen wir uns alle ein bisschen gedulden. Jetzt guckt sie gerade, ach, sie ist so toll. Bei meinem Hökerkopfgecko, da ist noch nicht so viel Action, die ist aber immer so, ne? Also zeige ich euch gleich mal, da sehen wir gar nichts. Das Terrarium sieht aus wie leer. Das hat sie damals im anderen Terrarium auch schon gemacht. Die braucht immer so ein paar Stunden, um wach zu werden und dann turnt sie im Prinzip rum. Ganz anders eben hier der Kronengecko, ne? Die sieht jetzt auch, dass ich hier stehe und leckt hier rum, weil sie wieder denkt, es gibt Essen. Ach, sie ist so süß. Mittlerweile ist es auch so, dass sie noch zutraulicher geworden ist, seitdem sie hier drin ist. Also, wenn ich abends hier sprühe, momentan mache ich das noch per Hand, damit alles gut wächst, da kommt die immer schon angelaufen, setzt sich zum Sprung bereit und springt mir auf die Schulter, ne? Die weiß halt, ich bin Futtergeber, aber ich war beim ersten Mal auch ein bisschen irritiert. Naja, jetzt weiß ich das, muss da definitiv aufpassen, wenn sie mich sieht. Ist sie schon mal sehr aktiv dabei, von mir Futter zu schnorren? Hier mal kurz das Terrarium vom Höckerkopfgecko. Wir sehen sie natürlich nicht. Ich denke mal, die hängt jetzt hier auf irgendeinem Korkast. Und ja, sie ist hier sehr, sehr gut getarnt in dem Terrarium. Sie nutzt es aber auch, denn ich habe schon Spuren entdeckt. Sie hat zwei Pflanzen zerstört. Aber ja, was heißt zerstört? Man, ein Blatt abgeknickt, ist jetzt nicht schlimm, das kommt alles wieder nach. Aber ist halt ein Zeichen dafür, dass sie hier auch nachts aktiv ist. Ne? Wie gesagt, die braucht aber ein paar Stunden und es ist jetzt noch nicht so lange das Licht aus, deswegen sehen wir sie jetzt leider nicht. Und mir ist aufgefallen, dass ich euch Kleopatra schon länger nicht mehr gezeigt habe. Das mache ich deswegen mal. Und ja, die chillt hier in der unteren Etage. Ne? Die obere kennt ihr ja auch schon. Ja, das ewige Leid. Jedes Mal, wenn ich hier drauf gucke, denke ich mir, ich will ein größeres Terrarium haben. Und ja. Ich muss ja erstmal noch das Terrarium vom Flechtengecko fertig machen und dann von Drogon auch noch. Und ja, es ist halt so eine Sache, ne? Erstmal müsste ich gucken, wo ich überhaupt was hinbaue. Und dann ist es natürlich auch wieder eine finanzielle Sache, ne? Ich bin ja jetzt noch nicht so berühmt hier auf YouTube, als dass ich mir das darüber finanzieren könnte. Ja, und wie gesagt, die Dringlichkeit ist jetzt nicht so extrem.
Sie nutzt ja, wie gesagt, die 2 Etagen, aber es wäre halt schon schöner, ne, wenn sie ein größeres hätte, was ich dann auch nochmal richtig cool einrichten kann. Und ja, das ist halt Zukunftsmusik. Am liebsten würde ich auch gerne umziehen in eine größere Wohnung, wo ich dann direkt so eine Riesenkiste aufstellen kann oder Haus am besten noch, aber ja gut. Naja, man darf ja noch träumen und so, ne? Wir gehen jetzt mal weiter, ich zeige euch noch ein paar andere Tierchen. Und hier seht ihr den kleinen Urmel, hier meinen Viperngecko. Und der guckt mich gerade an, denn der weiß, wenn ich hier sitze, gibt's Essen. Aber ich muss dich heute ein bisschen enttäuschen. Du hast gestern erst was bekommen, heute gibt's nichts. Von daher lasse ich dich jetzt auch wieder in Ruhe. Und ja, hier seht ihr nochmal das Terrarium. Ihr kennt das ja, ich habe da 2 Stück von gebraut. Und ein drittes steht ja auch noch frei, was eventuell dann mal für Nachzuchten da ist, ne? Dafür muss ich mir aber erstmal noch ein Weibchen holen. Und zum Abschluss noch mal Schui. Ihr seht, es ist schon wieder gewachsen. Wird Zeit, dass ich das Terrarium wirklich fertig mache. Aber ihr habt es ja auch am Anfang des Videos schon gesehen. Ich habe jetzt schon wieder ein Glasterrarium in der Warteschleife. Das hat aber keine Priorität, ne? Das wird dann irgendwann für Rotaugenbuschkrokodile sein. Und da ja gerade alle versorgt sind, ist das halt eher für Nachzuchten oder so und hat jetzt keine Priorität. Da hat hier die kleine Dame eine größere Priorität. Ja, das soll es dann für heute auch gewesen sein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und dann sehen wir uns im nächsten wieder. Ciao, ciao!